Seid leise, ich habe eine Ruine gefunden. Wir werden es gemeinsam mal anschauen gehen, aber seid leise. Man soll es nicht erschrecken, sonst kann es gut sein, dass es jemanden angreift. Darum, bitte, seid leise. Seid leise, schaut euch das an. Wow. Kommt mit, gehen wir rein. Ihr müsst ganz leise sein. Nicht verschrecken, dann nicht, dass sie wegläuft. Warte, seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Es ist hier nirgendwo. Es ist irgendwo hier. Oh. Schaut mal an. Da bin ich raufgekommen. Die Abkürzung. Sonst hat man einen langen Weg hinten durch. Aber jetzt. Irgendwie bin ich außer Atem. Warte mal. Ich bringe euch mal her zum Sonnenuntergang, ist bald. Nein, ich weiß nicht. Ich bin so aus Atem. Die Lungen mag nicht mehr. So, hier war der Brunnen. Hello! Seht ihr etwas? Vielleicht war das auch ein Gefängnis. Man weiß nie. Oder warst du dabei? Da hoch wollen wir hin. Mal schauen. Die Lunge pfeift jetzt schon. Was man jetzt alles macht, ne? Wir sehen uns gleich oben. Bis bald. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Unglaublich, ja. Ich habe es besiegt. Ich habe die Ruine besiegt. Die Jagd ist vollbracht. Die Ruine ist down. Sieht mal an. Es tut mir leid, aber ich hatte ein Osmanische gegeben und dann. Ja. Tut mir leid. Sorry. Ja, hier. Wir sind auf dem Burg. Erst nochmal.
Und kurz einen Moment hier. Ich warte hier, bis ich den Sonnenuntergang erwische, sehe. Bis jetzt sieht das sehr gut aus. Warte, ich muss meine Brille holen. Sonst bringt das hier nichts. So, warte. Ah, jetzt. Oh. Mal schauen, wie der Sonnenuntergang wird. Wir haben den. Wartet mal schon. Ja. Ah, Neufalkenstein sind wir. Jawohl. Und? Ey, was ich euch sagen wollte, irgendwo da unten gibt es eine Fläche, wo man früher die Gefangenen oder auch die bösen Jungs, sagen wir mal so, geköpft hat. Ich werde euch das noch zeigen, wo das genau ist. Aber zuerst fangen wir mal hier oben an. Wow. Schauen, bleiben wir hier oder gehen wir runter? Was denkt ihr? Können wir von dort oder von dort? Wie ist die Aussicht da drin? Ist sicher nice. Ja, wo wir sind, ganz patriotisch in der Schweiz. Ja. Oh, Real Love. 21. Nice. Also wer sich verewigen will, tut das nicht. Lasst das die Gebäude so, wie sie sind, Jungs. Ich weiß, ihr wollt euch die Liebe beweisen. Ich wollte eure Liebsten irgendwie eine Überraschung machen, aber lasst das sein. Es ist so schön, das hier. Ich glaube nicht, dass das noch... Dies hier sind, glaube ich, die alten Steine. Das hier auch. Weiß nicht. Kann ich genau sagen, aber... Auf jeden Fall, die dort unten. Ah, ich glaube, das war das. Das hier unten, wo die Köpfe aufgeschlagen wurden. Ja. Wir haben die Ruine gefunden. Wir haben sie besiegt. Wir haben sie auseinandergenommen. Oh no. Ah, wenn die Sonne untergeht, dann sieht man es nicht. Weil wenn meine Berechnungen stimmen, dann set Sonnenuntergang direkt hinter der Gebirge sein. Aber hier, wow, einfach himmlisch. Ich liebe es. Der Aufstieg war okay. Man weiß, war nicht so steil, also nicht so lange. Aber steil, aber richtig steil. So, wir gehen mal runter. Ich zeige euch mal den Ort, wo... Warte, das mal schon. Die Leute geköpft worden. Ich hoffe, wir sehen noch ein paar Blutspuren. Ich denke nicht. Aber schaut euch das an. So geht das runter. Das ist unglaublich. So. Einen Fuß nach dem anderen. Oder stellt euch vor, ich bin ein großer Junge mit großen Füßen. Ihr wisst ja, was man über Leute sagt mit großen Füßen. Sie haben große Socken. Ja. Und hier, das ist halt für Kinder gedacht, ja. Und hier, da. Stell dir vor, man hat hier gewartet, Ausschau gehalten. Mein König, sie kommen! Dann wurde sicher da noch ein Turm gehabt. Hier, das war sicher auch noch weiter oben. Und ja, der dort, hier, ich hab den gewarnt, der schaut nach unten. Und dann fliegen die Speere, die Pfeile. Ja. Ah, die Fantasie, das ist einfach Hammer. Das ist wirklich Hammer. Was ist das? Ah, hier, schön beleuchtet. Ja, ich habe meine Trekkingschuhe an. Ihr wisst ja, Trekkingschuhe muss sein für die Stabilität. Es ist ein bisschen kalt hier.
So, ich sag mal, ja. Wie gesagt, das ist ja neu gemacht worden. Weil ich lasse rein. Und hier. Oh shit. Ich glaube, die Stufen dort. Ah, so schön. Man sitzt hier. Dem nichts und. Sieht die Aussicht. Ist einfach herrlich. Sieht euch das an. Ist einfach wunderbar. Traumhaft. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt mir es unten in den Kommentaren hin, was ihr denkt, wie das ist. Aber wir haben die erste Ruine, haben wir besiegt, haben wir erobert, wir haben es bestiegen, wir haben es eliminiert. Und was davon übrig ist, seht ihr ja. Nix. 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 Überhaupt nichts. So, jetzt geht's weiter. Nice Abstieg. So, mal schauen. So, wunderschön hier. Ja, ich hätte es sollten. Nein, ich hätte es ganz lassen sollen. Wir hätten zuerst mal sehen sollen, wie es aussieht in voller Pracht. Bevor wir es besiegt haben. Aber stellt euch vor, ihr seid hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt geschlossen war oder offen war hier. Aber im alten. Oh, ich habe drei Becher hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber. 1, 2, 3. Ein Bahn da, ein kleiner Bach, der entlang fährt. Wo waren wir? Eben. Mal hier, überall. Da hat es sicher Zimmer, ein paar Stockwerke. Überall. Das ist, glaube ich, dort auch. Aber ihr seht, glaube ich, wenigstens nicht viel. Es ist einfach herrlich. Es ist einfach schön. Und da, die Fenster dort, waren sich noch eine Etage, untere Teil, dann da oben. Und hier, ich glaube, das ist der Berg. Und sie haben es in den Berg, haben sie das gebaut, dass die Festung auch je stabil, also dass es auch stabil bleibt. Ich wollte schon immer mal hier hin und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es besiegt. Wir sind nicht kampflos. Nein, wir sind nicht kampflos runtergegangen. Ist das ein Vorplatz, ein Kinderspielvorplatz? Da vorm Turm. Wie heißt die mit den langen Haaren? Wie heißt die? Hey! Lass mal dein Haar herunter! Ich will dich retten. Lass dein Haar herunter. Ich will nicht gerettet werden. Eben, wie gesagt, das hier, weiß nicht, ist das ein Brunnen? Ist ein safe Brunnen. Aber der ist da drin hier. Das haben sie extra zugemacht, dass man nicht reinfliegen kann. Aber das war der Dorf oder nein, der Burgbrunnen. Ich frage doch sicher. Wow. Sorry, bin noch ein bisschen sprachlos. Das sind die alten Steine. Ich weiß nicht, ob das noch neu gemacht wurde. Aber seht euch das an. Man kann hier machen und tun, was man will. Es geht nicht weg. Aber er schiebt ja nicht weg. Ach, da geht's noch weiter. Da war irgendetwas, also es ging noch weiter. Es hat noch mehr gehabt als das, was jetzt übrig ist.
Aber schön. Und hier auch, weißt du, da ist hier so ein Vorplatz, so eine Mauer und dann kommt die zweite Mauer. Das ist wie so ein Schutz gewesen, dass wenn die erste Mauer fällt, dass die zweite noch standhaft ist. Und ja, hier. Also ich denke, das war mal hier. Seht ihr es? So hoch. Oh, eine Schraube. Das ist nicht von dann. Ich denke mal, hier war die erste Ebene und dann oben die zweite Ebene. Oh, schau mal, mit Holz ist abgedeckt. Hier die Fenster. Nice. Also hier ein kleiner Junge. Rausgeschaut, mal in die Weite. Hier waren keine Autos, nix. Nur so Landleben wie die einsame Kuh dort. Hier überall verschiedene Häuser. Oh, was ist das dort? Seht ihr das? Hm, nice. Da geht der Bach entlang und dann staut sich dort auf. Aber stellt euch vor, ihr kleiner Junge. Hier, euer Vater, der König, ihr, der Prinz, mal rausgeschaut, geträumt und sagt, na, Fußvolk! Ja, keine Antwort. Das wäre dem Prinz nicht passiert. Er hätte eine Antwort bekommen, wie zum Beispiel, oh, mein Prinz! Oder sonst hätten wir es. Habe ich gewusst, es geht noch weiter dort. Da muss das alles noch. War das alles noch bebaut oder verbaut? Hm. Nice. Hm. Die zweite Etage. Sicher hier war die Tür. Die Tür, da ein Bett. Oder hier ein Bett. Da die Aussicht. Einfach wunderschön hier. Und da sind wir gekommen. Jetzt gehen wir mal da entlang. Da war noch ein Turm, ein Eckturm. Schauen hier. Ah, da geht es noch mal weiter. Also das kann nicht so. Bewegt sich nicht. Nee. Ich kann auch nicht sagen, wie hoch es war. Oder? Ich sollte. Also gibt es noch Abstufungen. Dann doch, dann könnte es sein. Nice. Hier entlang, was es alles gibt. Ja, wie ich mir gedacht habe, die Sonne, die scheint weg. So, sie geht langsam hinter den Berg runter. Etwas Rundes. War sicher der Aufstieg, wenn man hier da durch, dann hier, und dann konnte man sicher hier nach oben. Meine Meinung. Falls ich falsch liege, lasst es mich wissen. Ja, meine Schweizer Freunde. Immer gut, Abfalleimer.
Warte, ich glaube hier wurden die Köpfe abgeschlagen. Au, Blut. Ach nee, kein Blut. Oder hat er sich gefärbt hier? Die Baumstämme sind angekettet. Nachts erwachten die Baumstämme. Wow. So, mal zum Grischern hier. Wenn man heute Familie kommt und mit den Jungs, Mädels, egal wer, hier das Grill stellen. Ja, alles schon bereit. Holz muss man selber holen. Aber hier. Ah nein, ich glaube dort wurden die Köpfe geschlagen. Ich muss mal abschlagen. Oder dort. Warte, ich schau mal kurz nach. Und dann melde ich mich gleich wieder. Das könnte auch da sein. Keine Ahnung. Ich schau mal gleich nach und dann melde ich mich wieder bei euch. Hier aus Balztal. Genauer gesagt vom Neufaltenstein. Das ist eine Ruine, wie ihr sehen könnt. Es wurde um 1100 gebaut. Es wurde um 1100 gebaut und seitdem ist er halt hier erhoben. Ja. Und wie hoch ist er? Der ist bei 607 Meter über dem Meeresspiegel. Heutzutage wird es gebraucht als Aussichtspunkt für die Leute hier. Und da, wie hoch das hier ist, sind 15 Meter. 15 Meter geht's nach oben und so. Was kann man noch zu sagen? Also es wurde ausgegraben und das wurde in drei Etappen getan. Warte mal, was steht hier? Vorhofer, Zwinger, Hundehaus. M 100 auf 3. Ah, hier, das war dort. Warte hier. Ich bin hier. Das ist das. Das Runde ist dort, wo wir waren. Also der Turm hier. Ah, das ist der Brunnen. Genau, hier sind wir runter. Da ist der Brunnen. Sind wir runter. Hier, jetzt stehen wir hier. Das heißt, 7 ist Wohntrakt und Küche. Wohntrakt und Küche. Und zwar die Küche, oder hier. Sieben. Was ist das? Hallo. Was ist sonst noch? Wir haben Garten, Backhaus 14. 14. Ah, das war der kleine Ort dort hinten. Aber da steht nicht, wo man die Köpfe gehackt hat. Sollte da stehen, hi. Irgendwo habe ich das gelesen, dass an einem Außenplatz, denke ich mal, dass es dort stattgefunden hat. Aber sicher bin ich mir sicher noch mal irgendwo hier. Hi. Hallo. Irgendwo hier gewesen. Oder auch weiter unten, dort wo man die Leute nicht sehen kann, dass man sie, wenn man fertig war, dass sie runter geschossen wurden. Aber
Ich denke, wir finden es nie heraus. Aber ja, ehrlich gesagt, wäre ich live dabei gewesen. Und stellt euch das mal vor, seid hier, seht ihr alles. Ja, das war sicher noch Mauer bis oben hin. Ja. Es gibt noch mehrere solche Orte, wo wir noch besichtigen werden. Ich hoffe, es wird noch spannender. Hi. 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 Ja, wie ihr seht, oft besucht, viel besucht. Aber ich denke, es war hier. War ein offener Vorplatz. Die Leute sollten es sehen. Man hat es ja nicht aus Spaß gemacht, sondern aus Furcht. Naja, aus die Macht zeigen, wer man ist. Wie gesagt, die Gewalt, die hat nie ein Ende gehabt. Die Leute müssen sich behaupten und sagen, ich bin hier, ich bin der ich bin. Und alle anderen sind nicht ich. Ich will jetzt nicht länger darauf eingehen. Aber lasst mir in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht. Ob ihr das gut findet, ob ihr das irgendwie akzeptiert. Meine Meinung ist, nein. Ich kann Gewalt nicht ausstehen. Gewalt ist nicht gut, Gewalt macht nicht gut, Gewalt tut nicht gut. Also lasst es sein. Oh, sag mal, dort eine Brücke, nein, nicht Aussichtsdreieck. Ah, was habe ich hier gesehen? Warte. Ah, was steht da? Seht ihr das? Da war erwähnt 1255, 13. und 14. Jahrhundert. In Lehn, was? Ja. Ein Balzer war gehört aus den 1895. Aber nice. Nice. Das war die Tour. Das war die Hauptinsel. Hier ist der Außenbereich. Ihr seht, ich glaube, Außenbereich hat man es nicht genug, oder man hat den anderen helfen wollen mit den Steinen, dass sie raufklettern können. Keine Ahnung. Aber nice. Oh, schaut mal an, Toiletten. Also wie gesagt, ich habe die kurze Strecke genommen. Warte, das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht? Nach was sieht das aus, Jungs, Mädels? Da, seht ihr das? Das sind Laternen da drauf. Ah nein, das sind Vogelhäuser. Ich fühlte mich wie in China. Aber wir gehen da mal rauf. Mal sehen, was ich da finde. Oh, schaut an. Nice. Aber ey, das im nächsten Video.